11.33 Uhr, herzlich willkommen. Mein Name ist André Zalbertus und hier sind wir live auf Sendung weltweit, außer in Nordkorea und China. Ja, wie man sieht, wolkiger Himmel, aber aber wir haben 18 Grad, es ist leichter bis mittelleichter Wind und so, ich habe hier ein paar verrückte Dinge erlebt hier auf dem Weg. Erstmal ein paar Informationen. Eine traurige Information zu Anfang. Das eingestürzte Haus, worüber wir gestern um 17.33 Uhr berichtet haben. Da ist ein Bauarbeiter tot aufgefunden worden. Der konnte geborgen werden. Allerdings wird jetzt ein zweiter wird vermisst. Und die Rettungsarbeiten sind sehr, sehr schwierig da, weil gestern Abend noch ein weiterer Teil wohl mehr im Kellerbereich eingestürzt ist. Das heißt, die Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren verstärkt in Gefahr und deshalb musste man da erstmal stoppen und weitere Sicherungsmaßnahmen einplanen. Dann ist natürlich, irgendwann müssen die auch mal schlafen, die sind abgelöst worden. Das heißt, heute gibt es seit heute früh eine neue Truppe, die da unterwegs ist und alles weiter sichert. Und jetzt gilt es, den zweiten Vermissten zu finden. Vielleicht gibt es da noch Hoffnung. Man soll die Hoffnung nie aufgeben und wir drücken da allen die Daumen. Ich hoffe, euch geht's gut. Da ist der Oliver Meissner, guten Morgen zusammen. Der kocht bestimmt was Gutes, Marion Piepenbrink. Schönen Mittag, Christa aus Mülheim. Peggy ist da, ihr Lebenskünstler und Trockenschwimmer. Das ist gut, guten Morgen aus Nordwijk. Gleich geht's nach Zandvoort, der Ludger ist wieder unterwegs. Cornelia Hölter, 16 Grad, dann haben wir zwei mehr hier in Düsseldorf. Einer meiner Lieblingsplätze. Das ist schön, ich bin auch gern hier. Liebe Mareike und Edwin Wilke aus Meerbusch-Osterrad. Und Ulrika in München. Rainer Hermann, Sofia, 26 Grad, der überholt uns immer hier. Jano und Tannenhof, herzliche Grüße. Der Christian in München und Schick Heria Sabine, die Frau mit dem tollen Haarsalon in Fennhausen, Tannenhof. Liebe Sabine, ich wünsche euch einen super erfolgreichen Tag. Ihr habt immer gute Stimmung da. Wir waren sehr gerne bei euch und ich komme auch zum Haare schneiden, ganz bestimmt. Der Sebastian ist da. Und so. Ihr Lieben, heute ist Jahrestag. Vor einem Jahr haben André, Alexander, Katharina und ich uns in Angermund getroffen. Mensch, Maja, so lang ist das schon her wieder. Da bin ich auch beim Thema. Die Zeit rast ja wie verrückt. Danke, liebe Cornelia, du gibst mir das Stichwort hier. Du gibst mir das Stichwort. Und Mareike schreibt, ich habe gerade Fotos gesehen von der Unglücksstelle. Da sieht ja grauenvoll aus. Mein Mitleid gilt den Angehörigen. Ja, das sieht wirklich schlimm aus. Aber ich habe ja gestern schon gesagt, der Mensch, der die Statik da berechnet hat, der wird keine gute Zeit gerade haben. Da wird man ein paar wichtige Fragen natürlich stellen. So, vor einem Jahr Angermund und die Zeit rast wie verrückt. Und irgendjemand schrieb dann letztens hier schon, bald gibt es wieder Dominosteine und Spekulatius. Und ich habe gerade mal ein bisschen so gelesen, also ich denke ja so ein bisschen, wir werden mit der Pandemie, mit Corona einfach irgendwie leben müssen. So, ne? Und der Urlaub stellt da die Offiziellen gerade vor große Herausforderungen da und. Also auch das Robert-Koch-Institut sendet seit heute wieder aktuelle Nachrichten. Und insofern wird unser Kanal hier, glaube ich, immer wichtiger werden, weil wir sind ja verbunden miteinander, ohne dass wir uns anfassen. Ja. Und insofern, das werden wir jetzt in unserem neuen Programm, das in Kürze beginnt, absolut mit einplanen. Und ich habe ja immer gesagt, dieses Programm hier ist eine Schutzhütte. Eine Schutzhütte quasi wie im Gebirge, wo man bei Gewitter lieber drin ist als draußen. Gewitter haben wir genug im Moment. Alte Gewitter, neue Gewitter. Und insofern werden wir in Zukunft hier eine Plattform bilden, auf der man gerne ist, wo es eine Win-Win-Situation gibt für alle, die da mit drin sind. Und wir werden die weltweit ausbauen. Habe ich ja schon gesagt, wir kochen die Lieblingsgerichte von 192 Ländern, auch von China und von Nordkorea. Und
Da werden wir dann, glaube ich, ein guter Wegbegleiter sein durch wahrscheinlich schwierige Zeiten, die wir in Zukunft haben und wollen aber trotzdem glücklich älter werden. Ich nenne das ja immer Happy Aging, nicht Anti-Aging. Wir wollen uns nicht immer im Spiegel angucken und sagen, grrr, bin ich schon wieder älter geworden, sondern Happy Aging, das Happy Aging fängt an mit 25 Jahren. Da beginnen nämlich schon die ersten Zellen zu altern. Ich will euch ja nicht frustrieren, aber ich habe heute Nacht irgendwie bei, ich weiß nicht mehr wo, einen Bericht gesehen über eine Dame in Italien, die 117 Jahre alt geworden ist, quasi ein ganzes Jahrhundert, in der Süddeutschen war das, ein ganzes Jahrhundert sozusagen komplett miterlebt, ist ja irgendwie 1890 irgendwas geboren und 2000, jetzt gerade 12 oder, na, ich weiß nicht gar nicht, was ist sie, dann gestorben, hat das ganze 20. Jahrhundert mitbekommen und die hat gut gelebt. Und Happy Aging, das ist unser Stichwort hier für die Zukunft und das ist das Stichwort hier für unseren Kanal. Und da dürft ihr gespannt sein. Die letzten Vorbereitungen laufen dafür. Der Edwin hat gerade die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts verfolgt. Happy Aging with Nature, André, genau. Ja, die Natur ist ganz wichtig, glaube ich. Und in der Natur können wir uns ja auch relativ gut aufhalten, solange wir nicht auf enge Tuchfühlung gehen. Insofern auch das werden wir in Zukunft anbieten. Wir werden anbieten, noch mehr in Gruppen in der Natur sein zu können mit genügend Abstand. Und die Natur tut einfach gut. Sie lüftet den Kopf und gibt Energie für Körper, Geist und Seele. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Ich habe gerade von jemandem eine SMS bekommen, musste einen Termin verschieben. Sie sei erkältet und jetzt schreibt sie hinterher. Habe ich gesagt, alles klar, treffen wir uns nächste Woche. Schrieb dann hinterher, ist wirklich nur eine Erkältung. Also so sind wir heute schon. Und oh, jetzt gibt es aber hier von dem kleinen luftigen Wind, gibt es jetzt hier aber so wieder so ein Mini-Tornado hier plötzlich. Bayern macht schon wieder vereinzelt dicht die Grenzen. Also, da wird noch viel passieren in Zukunft und hier kommt ein plötzlicher Wind auf. Das ist meine Bestätigung hier. Es werden unruhige Zeiten. Es werden unruhige Zeiten und insofern eine gute Basis, um hier, also das heißt eine gute, ne, Basis einfach, um hier bei uns zu sein. Happy Aging. Alle zusammen, 190 Länder. Und in den nächsten Tagen werdet ihr mehr darüber erfahren. Wir planen dabei unsere Telenovela sozusagen live mit dabei, egal was kommt. Und alle haben was davon, das ist doch gut. Insofern, da sind wir dabei. Und hier, das sind ja wieder Wolken. Gestern Abend übrigens, wer dabei war bei dem Sonnenuntergang, das war ziemlich großartig. So ein einzigartig, ja, von den Wolken, die wir da gesehen haben. Und ich poste gleich hier nochmal ein Foto und habe dann da auch noch eine Erinnerung. Und der Puschel, da glaube ich, den Puschel dabei, komm hier. Muss den Puschel mal zum Friseur bringen. Den bringe ich nach Fennhausen, Tannhausen zu Sabine und Mo. Die müssten mal den Puschel bearbeiten. Die haben auch schon herzlich über den Puschel gelacht. Ihr Lieben, so, Maßmach-Mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Pass auf, happy auf. Ja, happy muss sein, happy aging. Ganz wichtig, da haben wir ja hier ein paar sehr, sehr gute Aktivisten, Happy Aging Aktivisten hier, die volle Lotte mit dabei sind. Wir werden noch mehr werden und dazu werden wir uns auch noch treffen und in echt und in. Ich brenne wie ein. Warte, was schreibt sie? Ja, es geht hier immer nicht so schnell weiter, warum nicht? So, warte mal. Mini-Tornado. Ja, die Nordlichter, die wissen mehr, was Wind ist. Das schreibt Becke, ich brenne wie ein Feuerball und werde zur Feuerwalze. Das ist gut, das ist sehr gut. Das brauchen wir, wenn ihr alle wie eine Feuerwalze brennt und unser Happy Aging mit voranbringt. Haben die Hunde mit dem Puschel gespielt. Ja, Coco war ja ein bisschen unterwegs, sie kommt heute zurück. Heute ist wieder voller Hundealarm hier, Coco und Benny. Mal gucken, vielleicht senden wir die heute mal so. Ne? Grüße von der Ostsee. Wünsche ich euch auch. Wünsche ich dir auch, Uwe. So, Mensch, ich bin hier heute, kommen sie von allen Seiten hier. So, Maß machen wir über Arbeit, Sport und Spiel. Jedenfalls bei uns ist eine Menge los. Pass aufs Happy auf. Happy ist total wichtig. Das ist unser Unterscheidungsmerkmal. Denn Happy Aging, das ist unser neues Markenzeichen. Tun wir ja schon immer, aber das bauen wir jetzt weiter aus. Und
Sehr durchwachsener Himmel hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier, 18 Grad. Ihr habt eine Menge zu tun hier. Und die Kirsten ist dabei, zumindest hier auf dem Rechner. Oh ja, volle Technik. Also jetzt gibt es ja gleich hier einen riesen Wind. Eine volle Lotte ist auch dabei. Oh, und Ludger, eine Braut. Ah, hier geht es ja immer zur Sache. Kirsten in Gerresheim oder wo immer sie jetzt auch ist. Alles Liebe. Und Mini-Tornado nur ein bisschen. Ja, es war jetzt ein bisschen bildzeitungsmäßig übertrieben mit dem Mini-Tornado. Ich nehme das offiziell zurück. Ich halte es jetzt mit Peggy. Sie schreibt andere, ich brenne wie ein Feuerball und werde zur Feuerwalze. Das hoffe ich, dass das bei allen so ist, denn wir werden uns mit unserem Happy Aging und unserer Telenovela weit ausbreiten in die ganze Welt. Natürlich erstmal in Deutschland. Es gibt 110, 20 Millionen Menschen weltweit, die Deutsch sprechen. Die werden wir uns essen. Die werden wir uns erstmal alle vornehmen. Und dann gucken wir weiter. Und beim Kochen können ja alle zugucken. Ne? Endlich Ruhe im Bus. Die Schnattergänse sind in Nordwig ausgestiegen. Du hast es schwer, Ludger, Mensch. Die Schnattergänse. Schön mit Ö, ihr Lieben. Macht's gut. Zu Hause auf dem Balkon nach der Nachtschicht. Da sind die Philippinen, Hans Günther. Mensch, der hat gefragt, so, wir finden euch gar nicht mehr. Habe ich ihm gesagt, du musst 11:33 einfach immer einschalten. Auch wenn du mal nicht benachrichtigt wirst, lieber. Guck mal, das sieht doch jetzt hier aus wie in der Südsee hier. Ne? So ein bisschen mit den Wolken. Wenn jetzt 35 Grad wäre, dann wäre das wie auf den Philippinen. Herzliche Grüße auf die Philippinen. Oder, nee, Moment, das ist, nee doch, es ist Hans Günther. Auf die Philippinen. Ihr Lieben, heute gibt es keine Enten. Entenschnatt, ach so, jemand da. Ihr Lieben, alles Liebe, wir sehen uns nachher. Macht es gut und schönen Tag und jetzt an die Arbeit. Tschö.